Hey Leute, ich muss euch wieder zu The Walking Dead Review zur Folge 6, Staffel 6. Ja, wir sind schon bei der 6. Folge angekommen. Boah, seit 6 Wochen ist die Staffel schon draußen. Und ja, die 6. Folge war. Ja, die war wieder ein bisschen. Die war geiler. Die war einfach besser als die 5. Also die 6. Folge fand ich persönlich richtig gut wieder. Also die 5. war jetzt nicht schlecht, aber ne, da war irgendwie nichts so bei, was mich so krass interessiert hat. In der 6. Folge, die den guten Namen hatte, wer die Wahl hat, ja genau, muss ich mal kurz aufgucken, ne, wer die Wahl hat, hieß die 6. Folge. Und ja, was ist denn in dieser Folge alles passiert? Nämlich, so viel ist gar nicht passiert, aber es ist Interessantes passiert, denn man hat die Gruppe von Daryl, Sascha und Abraham gesehen, die ja gerade noch dabei sind, die Riesenhorde wegzulotsen. Ja, während sie dabei sind, diese Riesenhorde noch wegzulotsen, werden sie angegriffen, ja? Also sie landen im Hinterhalt und werden getrennt und weiterhin angegriffen. Und ja, wie gesagt, sie versuchen die Horde wegzubringen, fahren weiter voran und werden auch angegriffen aus irgendwelchen Stellungen, wo sie nicht wussten, dass da was passiert. Ja, Daryl stürzt von seinem Motorrad, ist getrennt von Aaron und Sascha. Kann aber fliehen. Aaron und Sascha können sich verteidigen, gewinnen gegen die Angreifer, die sie verfolgt haben, mit auch ein Auto. Und ja, so viele waren es nicht. Also Aaron und Sascha haben ihre Verfolger super abgehängt. Sie haben sie getötet, sie haben gekämpft und gewonnen. Der gute Daryl wiederum wurde am Arm verletzt, aber konnte es schaffen zu entkommen. Ja, und dann sind die beiden eben getrennt und dann sieht man ein bisschen was von Daryl und ein bisschen von Aaron und Sascha. Und wir fangen erstmal bei Daryl an, weil bei Daryl ist, ja, da ist was Gutes, da ist einiges passiert. Also Daryl am Arm verletzt, versucht sich am besten erstmal ein bisschen zu verarzten und landet in ein Waldstück. Der ist in irgendein verlassenen Waldstück, wo alles abgegurkelt ist, also das ist alles abgefackelt. Und er ist halt ein bisschen unterwegs und guckt sich da was an. Ja, und trifft dann zwei Frauen, ja, und wird dann von hinten niedergeschlagen von einem Mann. Ja, er hat ihn zwei Frauen entdeckt und wurde von hinten angegriffen. Und das war, glaube ich, damals im Trailer hat man das auch gesehen, wie er da eben festgenommen worden ist. Also er wurde dann gefesselt und wurde dann von diesen drei Leuten eben gefangen genommen. Ja, was diese drei Leute jetzt genau auf sich haben, oder zu wem sie gehören, weiß man nicht. Also sie haben nicht dieses typische W auf der Stirn, was das zu bedeuten würde, dass sie zu den Wolverines vermutlich gehören. Oder vielleicht haben sie es noch nicht verdient bekommen, dieses Zeichen. Daher weiß man es nicht, ja. Auf jeden Fall, Daryl ist erstmal in der Gesellschaft dieser drei Leute, die ja ihn irgendwie abgeben wollen. Sie haben irgendwas vor mit ihnen. Und sie sagen immer nur ein paar Deutungen, aber man weiß eigentlich nicht genau, was die drei davor haben. Ja, und dann springen wir mal rüber zu Abraham und Sascha, denn die beiden haben ja ihre Verteidiger, also ihre Verfolger gut verteidigt. Abraham, der ein bisschen ja instabil scheint, der ist ein bisschen durchgedreht, will die beiden Toten noch mit einem Messer bearbeiten. Also, keine Ahnung, was da mit Abraham los ist, aber naja, der ist ihm wahrscheinlich verrückt, der Junge. Auf jeden Fall, die beiden gehen dann weiter und gucken, wie es Daryl aussah. Da haben sie nur die Spuren entdeckt, dass er gestürzt ist, aber wohl wegkam. Ja, dann ist ihr Plan, sie warten auf Daryl, dass er wieder zurückkommt. Da ein bisschen hin und her, ja, ey, nee, ich glaube nicht, dass er wiederkommt. Der andere sagt, ja, der kommt wieder. Ja, und die beiden entscheiden sich dann, da zu bleiben, eine Spur zu legen in Richtung ein Haus und da auf Daryl zu warten. Ja, gut, sie sind in ein Haus und da ist ein Beißer drin, den sie nicht erledigen können. Und ja, die haben so tiefgründige Gespräche, was eigentlich Abraham will, was Sascha will. Sehr interessant, über die beiden Charakter so ein bisschen zu erfahren. Aber jetzt nichts Weltbewegendes halt, ne? So, wir springen eher wie mal wieder zu Daryl, der ja noch bei diesen drei Leuten ist. Und ja, da erfährt er ein bisschen, die wollen ihn irgendwie austauschen, sie wollen ihn abgeben. Sie glauben, dass er zu einer bestimmten Gruppe gehört. Ja, zu einer Gruppe, die, ja, von der man nichts weiß. Also das ist irgendeine Gruppe, die wohl ja hinter denen her ist und irgendwas von denen will. Ja, das schien so, dass irgendwie das Mädchen, das blonde Mädchen, das man später fährt, heißt Tina, sie hat wohl irgendwas, was die wollen. Ja, die drei laufen eben vor ein paar Leuten weg und denken, dass Daryl dazugehört und sie wollen irgendjemanden wiederfinden und wollen Daryl da wohl gegen tauschen. So kommt das alles gerade rüber. Oh ja, aber naja, erstmal schaffen sie es an irgendeinen Stützpunkt zu gelangen, erzählen da ein bisschen, dass sie den Wald abgefackelt haben, um da die ganzen Weißer zu besiegen.
dass sie irgendwelchen Leuten vertraut haben, aber die sich geändert haben. Ja, man erfährt immer wieder so kleine Stückchenweise, was da wohl Sache war. Also wohl nichts Gutes. Also es war aber alles so Sicherheit, ja. Es ging darum, dass sie irgendwie Sicherheit hatten und dann wollten die immer mehr haben für ihre Sicherheit und dann musstest du eben bezahlen. So sah es aus. Auf jeden Fall, die kommt an ein Lager an und die gute Tina, das ist die Blonde, die kriegt einen Anfall und diesen Moment nutzt unser Daryl, unser Überlebenskünstler, um zu entkommen. Er nimmt sich die Tasche von denen, wo seine Armbrust drin ist, und verpisst sich. Ganz schnell. Ja, die beiden waren abgelenkt, weil die Tina, die Erzählung haben die schon merken können. Ich glaube, der hat gar keinen Namen. Wurde erwähnt, glaube ich. Aber auf jeden Fall, ja. Die hat einen Anfall bekommen und er läuft weg. Er schafft es zu entkommen, kann sich befreien von seinen Fesseln und sieht dann halt einen Beißer auf sich zustürmen. Er versucht, seine Armbrust rauszureißen aus der Tasche. Voll dramatisch gemacht. Er kann den Beißer aber abwehren und sieht dann ein Insulinpaket in der Tasche. Und das, ja, das Insulin, das braucht wohl jemand von den drei Leuten und vermutlich die umgekippt ist. Ja, Daryl ist so nett und geht zurück. Er geht zurück zu den drei Leuten und ja, er sagt, er möchte was, also er nimmt erstmal die Waffe von dem Typen und sagt, als Austausch möchte er irgendwas von denen haben für die Tasche. Er kriegt eine Schnitzerei, weil sie sonst nichts haben, und er gibt das zurück, ja. Und dann ist alles cool. Dann sagt er so, okay, ist gut. Und dann passiert das Interessanteste eigentlich generell in dieser ganzen Folge, kommt die Gruppe, über die sie schon ein bisschen erzählt haben, und da kommt ein Typ, wo man nur die Beine sieht. Also man sieht nur, ich glaube, bis zum Gürtel ungefähr. Sieht man ihn. Man erfährt noch, dass er White heißt, ja, White, Right, mehr nicht. Er heißt White und sucht halt diese Dreiergruppe. Da erfährt man, dass die irgendwas geklaut haben und sie es zurückhaben wollen und dann als Gegenleistung wieder was haben wollen. Ja, Daryl, als guter Kerl, wie er ist, hilft er den drei. Ja, und dann ist jetzt die Sache. Das ist eine Gruppe, die irgendwie Leistungen wollen, also die wollen was tun, was und wollen immer was dafür, ja? So sieht das aus. Und das sieht nicht so aus, als ob das die gleichen wie die Wolverines sind, weil die sind ja eher so total crazy, voll verrückt. Und das, meiner Meinung nach, ist es halt jetzt eine dritte Partei, die mit ins Rennen kommt. Dann haben wir einmal die Gruppe von Rick, die Wolvies und diese Gruppe da jetzt. Die mich ein bisschen an die Gruppe erinnert, wo Daryl damals drin war in der Staffel 6, wo er mit diesen ganzen harten Jungs unterwegs war, die einfach die eine Regel hatten, ja, ich bestimme das, das gehört mir. So kommen die mir ein bisschen vor. Auf jeden Fall, man sieht halt nur die Beine, man sieht den Charakter selbst noch nicht, man weiß nur seinen Namen, White. Und das Interessanteste ist noch, White ist wohl nicht der Hauptmann da. Also sie sagen irgendwie, ja, er hört nur Leute, die dumme Kommentare befolgen, die Befehle befolgen, sind okay, weil sie durften nur bis zu einer bestimmten Grenze gehen und sollten nicht weitergehen. Das heißt, da ist noch jemand, der über White steht, ja. Ich weiß nicht, White kam in den Comics vor. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare, ob das ein wichtiger Charakter ist, weil ich habe von ihm noch nie gehört. Aber da der Name schon genannt worden ist, wer weiß, vielleicht ist er echt was sehr Wichtiges. Ich werde, glaube ich, nachher selbst davon nochmal gucken, weil es mich gerade interessiert. Wenn ihr es selbst wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall, die Gruppe geht wieder zu, also sie suchen ihn. Daryl schafft es, in eine Falle zu locken, dass er von Beißer gebissen wird in den Arm. Ja, der Typ wurde erwischt am Arm, ruft White her, White kommt und hackt ihn den Arm ab und er sagt, ja, wenn ich das mache, krieg ich deine Uhr. So, okay, also er soll ihn den Arm abhacken, damit er überlebt und kassiert dafür seine Uhr ein. Also da ist alles auf, du willst was von mir, du gibst mir was. Das sind wohl deren Regeln. Das ist ziemlich interessant, weil hört sich eben halt nicht nach den Wolves an, weil die waren irgendwie einfach nur crazy drauf und wollten töten. Ja, auf jeden Fall, Daryl schafft es, den drei Leuten zu helfen. Die sind dann unterwegs, kommen in ein Gewächshaus, wo zwei Leichen liegen. Da erfährt man auch, dass die blonde Frau Tina heißt. Da liegen irgendwelche zwei Leute, die sie kennen. Und Tina geht dahin und wird dann angegriffen von den beiden und stirbt. Ja, das war einfach, what the fuck, okay, krass. Ja, man hat die gerade erst kennengelernt und dann geht die dahin zwischen zwei Toten, ja. Und die stehen auf und greifen sie an. War halt auch nicht das Cleverste, was man machen kann. Aber naja. Die Tina ist dann leider schon tot, man hat gerade erst einen neuen Charakter kennt. Und die ist schon tot, aber die anderen beiden leben halt noch. Und Daryl ist dann gewillt, mit denen zu reden und zu arbeiten und fragt dann den Mann die zwei Fragen, die Rick immer stellt. Wie viel Beißer hast du getötet? Wie viele Menschen hast du getötet? Und er antwortet, er hat Dutzende von Beißern getötet, aber noch keine Menschen, weil das ihn, ja, ist nichts für ihn. Also er hat es schöner ausgesprochen und ja, Daryl überlegt, sie dann mitzunehmen, ja, also in die Stadt.
Gut, sie gehen zurück zum Motorrad, was Daryl vorher versteckt hatte, ja, weil er es nicht weiter transportieren konnte, und will ihn mitnehmen. Und dann wird er von den beiden verraten, ja. Also die beiden, naja, er bedroht ihn dann mit der Waffe, sie klauen ihn die Armbrust, klauen ihn das Motorrad und naja, ist scheiße gelaufen für Daryl. Ja, er wollte zwei Leuten helfen, aber die wollen dann wieder zurück zu der alten Gang, was ich nicht verstehe. Aber okay, die denken, die sind da wohl sicher. Persönlich, ich finde es sehr interessant, was da wirklich Sache ist. Also, ich freue mich darauf, von der Gruppe mehr zu sehen und zu sehen, was da Sache ist. Also, generell die ganzen Fraktionen, die da sind, da freue ich mich darauf, wenn man endlich mehr davon sieht, weil es wurden jetzt von beiden, also ich bin der festen Meinung, dass es zwei unterschiedliche Fraktionen sind, also einmal die Wolves und einmal diese Leute mit diesen speziellen Regeln. Freue ich mich einfach darauf, wenn man mehr davon sieht. Fand ich damals beim Governor, die Fraktion fand ich auch extrem cool, weil nur immer die Fraktion von Rick zu sehen ist ja langweilig daher. Finde ich das immer sehr interessant. Naja, auf jeden Fall, Daryl, sein Motorrad wurde geklaut. Er hatte aber ein Fahrzeug noch gefunden und kann das befreien. Und ja, damit fährt er Richtung Ausgangsposition und findet damit Abram und Sascha zurück, weil sie ja Spuren hinterlassen haben für ihn. Und ja, er holt die beiden ab. Und da kann man noch ein bisschen über Abram und Sascha sprechen. Abram war ein bisschen unterwegs, hat den Frieden mit sich selbst, glaube ich, gefunden, ja. Und da hat man so ein bisschen über die beiden so erfahren. Aber naja, jetzt nichts so Interessantes. Also, sie sind keine meiner beiden Favorite-Charakter, über die ich so viel wissen möchte. Da habe ich weitaus wichtiger Charakter, sowas wie Glenn. Leute, Glenn, ne? Gut, Leute, aber dennoch, die sechste Staffel war, wer die Wahl hatte, war sehr gut. Hat mich extrem gefreut, was da also passiert ist. Es war echt interessant. Und diese dritte Fraktion, die man da gesehen hat. Ich frage mich echt, was mit denen los ist. Und ich frage mich einfach, wie es weitergeht, ja? Was passiert? Ich meine, ganz ehrlich, also wir haben die Stadt, Alexandria, wir haben die Wolverines, die wissen, wo die Stadt ist und sie angreifen. Wir haben jetzt die andere Fraktion, die jetzt von Daryl erfahren wird. Also weil Daryl denen gesagt hat, dass sie eine Stadt haben, da Leute bauen. Die beiden wissen das, die werden das den anderen vermutlich auch erzählen. Und dann wird da totales Chaos entstehen. Ich meine, das sind drei Leute, und jeder will diese Stadt vielleicht am Ende haben. Darauf kann es vielleicht hinauslaufen, einfach einen großen Dreierkampf. Oder vielleicht schließen sich auch zwei Leute zusammen. Tja, wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Keiner weiß es. Wir müssen darauf warten, bis die Folgen kommen. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn es ja, lasst es mich gerne wissen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin und ciao.